Hallo liebe Zuschauer, grüß euch. Hier hinten hat das schon im Monitor. Wir vergessen nicht, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Auch jetzt wieder mal ein Video dazu dieser Netzseite, die Annette und ich, aber hauptsächlich Annette, das möchte ich schon mal vorab sagen, ins Leben gerufen haben. Und ich habe sie wieder hier am Telefon, beziehungsweise wir sind hier akustisch verbunden. Annette, ich grüße dich. Guten Tag. Servus, meine Liebe. Hallo Thomas. Ja, ich möchte mich, bevor wir anfangen, Annette, nochmal ganz herzlich bei dir bedanken und auch nochmal wirklich ganz deutlich machen. Klar, das ist eine, erstmal war es eine Idee von Annette und sie hat mich angesprochen, um das nochmal ganz kurz zu erklären. Und dann haben wir gemeinsam die Netzseite gemacht. Aber die weitere Arbeit, und da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, ist wirklich Annettes Arbeit. Und da möchte ich mich auch hier die Gelegenheit auch hier nutzen, mich dafür bei ihr zu bedanken. Annette, vielen Dank. Und auch den Twitter-Account, den möchte ich hier auch gleich mal erwähnen. Der kommt natürlich auch in die Beschreibung. Wir vergessen nicht, beziehungsweise @Corona-Zeit. Der hat auch schon Annette 1506 Follower, was wirklich eigentlich auch schon respektabel ist. Gell? Wir sind am Aufbau. Genau. Ja, Annette, du hast den Kontakt zu den Leuten, die dir die Berichte und die Erzählungen schicken. Erzähl uns doch mal, was da für Meldungen kommen und was auch da auch an von Emotionen dabei ist bei dem Thema. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir das hier nicht irgendwie so langsam ausklingen lassen, das Thema, sondern ganz im Gegenteil, würde ich mal sagen. Bitte, Annette. Ja, also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschriften, für die große Offenheit, für das Vertrauen, für die vielen Berichte, die ich bekommen habe. Mhm. In den ja 6 Wochen ungefähr, ne, wo es diese Seite gibt, ja, ist schon sehr viel an Resonanz passiert. Und ich muss sagen, ich bin von jeder einzelnen Zuschrift beeindruckt, weil ich so viel Einblick bekomme in Gegebenheiten, in Dinge, die hätte ich nie überblickt. Also Leute berichten über Missstände in Pflegeheimen, darüber, wie ihre Kinder in der Schule drangsaliert wurden. Sie berichten darüber, und das ist in ganz vielen Berichten, egal aus welchem Bereich, ein Thema. Sie berichten darüber, dass Leute quasi ihr ganzes Wesen verändert haben. Also Leute, die sie glaubten zu kennen, haben im Zuge der Corona-Berichterstattung, im Zuge der Corona-Propaganda so dermaßen auf Tunnelblick geschaltet, dass ihnen nur noch dieses eine Thema wichtig war, dass sie Freundschaften aufgegeben haben, dass auch Verantwortliche in der Schule gar nicht mehr auf das Wohl der Kinder geachtet haben, sondern nur noch darauf, die Corona-Verordnungen durchzusetzen. Und es gab ein paar mutige Eltern, die sind dagegen aufgestanden. Das sind dann die Leute, die mir schreiben. Mhm. Und ich kann ja zum Beispiel mal etwas vorlesen. Das ist ein Zitat aus einem Bericht über ein Pflegeheim. Also es ging darum, dass die Oma im Pflegeheim war und ja, die Verwandtschaft war ungeimpft und durfte nicht zu ihr. Und der Enkel hat geschrieben, wir durften die Oma nicht umarmen oder sie nach draußen holen. Meine Mutter war am Boden zerstört, wir alle mussten weinen. Und alles geschah unter den Augen des Personals und der Security. Das war die größte Erniedrigung, die ich je erlebt hatte. Nach einer halben Stunde erklärte sich endlich jemand von der Security bereit, der Oma ein Glas Wasser zu holen, die offensichtlich schon dehydriert war. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Bericht. Ja, es verschlägt einem die Sprache. Es geht mir täglich beim Lesen auch so. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Auf jeden Fall. Annette, vielen Dank gerade für diesen Ausschnitt jetzt ganz kurz. Wir haben noch mehr oder haben noch mehr zu berichten, aber ich möchte darauf kurz nochmal eingehen, liebe Zuschauer. Der Enkel schreibt es selber, das war die größte Demütigung oder Erniedrigung, die er in seinem Leben erfahren hat bisher. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden hier nicht darüber, dass es mal eine Zeit lang kein Eis gab oder irgendwas. Ja, wirklich, es ist, und deswegen ist uns das so wichtig und deswegen freuen wir uns auch, dass die Seite wirklich immer mehr Anklang findet, weil wir das wollen, dass die Menschen mit ihrem Leid, wenn man so will, mit ihrer Last irgendwo das zumindest ein bisschen sich von der Seele schreiben können und hier auch eine Reichweite haben, auch dann ihnen
dass ihnen auch bewusst ist, dass das wirklich dann Leute auch lesen, Menschen wirklich hier auf die Seite kommen und nicht zu knapp übrigens. Und das ist uns auch, das ist wirklich schon ein schönes Beispiel, weil hier so viel Verbrechen, so möchte ich es echt bezeichnen, passiert, ja. Und uns ist das alles, Annette, ich hoffe, du stimmst mir zu, alles ein bisschen geht schon Richtung Wischiwaschi, Schwamm drüber und naja, war ja nicht so schlimm und wir haben uns halt geirrt und was sollten wir denn tun und so weiter. Das ist unerträglich, ja, muss ich ehrlich sagen, für mich auch. Und Annette, großen Respekt an dich, weil es ist auch wirklich, es macht, ich hasse diesen Ausdruck, aber es stimmt schon auch, in dem Sinn kann man es auch sagen, es macht was mit einem, wenn du dich mit solchen Inhalten beschäftigst, mit solchen Briefen, mit solchen auch teilweise wirklich intimen, privaten Emotionen, die da geteilt werden oder mitgeteilt werden. Hammerhart. Also deswegen, Annette, auch nochmal vielen Dank, weil wirklich, ich bin froh, dass auch ganz persönlich, dass wir das machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, also auch gerade nach so einem Zitat jetzt wieder. Ja. Ja, bitte, hast du noch was zu erzählen? Ja, ich habe noch. Also, es gibt ja ein Gefühl, was ich von Anfang an hatte, dass die Menschen in so einen Tunnel mit Scheuklappen und Tunnelblick durch diese Zeit gestapft sind, ohne Rücksicht auf Verluste, die Corona-Verordnung durchsetzen. Das war das Einzige, was zählte. Und da sind auch Freundschaften daran zerbrochen. Und da möchte ich auch einen Auszug aus einer Geschichte vorlesen, wie ein Freund berichtet. Er war 20 Jahre lang mit seinem besten Freund befreundet, auch Patenonkel von den Kindern. Und er hat ihm von einem Tag auf den anderen die Freundschaft gekündigt. Und der Auszug ist, er teilte mir unter Tränen mit, dass er eine Pause von mir bräuchte, da meine Ansichten zu rechts seien, was auch immer das heißt. Er erklärte sich nicht, aber die Entscheidung fiel ihm schwer. Er konnte aber offenbar nicht anders, als mir die Freundschaft zu kündigen. Das System war plötzlich stärker und mächtiger als alles, was uns 20 Jahre lang verbunden hatte. Es war unheimlich. Und genau so ist es. Und das kommt in ganz vielen Berichten raus. Hier ging es um eine Freundschaft. Und es ist nicht so, dass die vorher irgendwelche politischen Differenzen hatten. Es ging nur darum, dass dieser beste Freund, als Corona losging, nur noch vorm Fernsehen hing und alles nachgebetet hat und den Podcast angehört hat von Drosten und so weiter und hat sich darauf völlig fokussiert. Und der andere hat es eben kritisch gesehen und damit konnte der Freund nicht umgehen und dann fiel ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, du bist rechts. Kennen wir ja den Vorwurf, ja. Sobald man die Regierung kritisiert, ist man rechts. Ja, wenn nicht gerade, und das gleichbedeutend mit rechtsextrem. Rechts gibt es ja gar nicht mehr. Ja, ja, also richtig, genau, stimmt. Es gibt nur noch Rechtsradikale oder Rechtsextreme. Ja. Dass das mal eine legitime politische Richtung war, das ist völlig untergegangen. Hast du vollkommen recht, ja, stimmt, ja, ja. Nein, entschuldige, ich wollte noch ganz kurz sagen, also das ist eine bittere Geschichte, auch hier mit dieser Freundschaft, aber weißt du, was mir als erstes einfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, da fällt mir dann wiederum ein, das ist sicherlich kein großer Trost für denjenigen, der diese bittere Erfahrung machen musste, aber vielleicht hilft es ein bisschen, dass man auch sagen kann, die Corona-Zeit hat auch durchaus manche Schleier gelüftet, manche Klarheit plötzlich gebracht oder manche Enttäuschung, also das Ende der Täuschung quasi, ja, gebracht. Ich will jetzt nicht sagen, die Freundschaft war gar nichts wert, aber so dicke war sie dann vielleicht doch nicht von der einen Seite aus. Ja, wenn man hier sich so manipulieren lässt, sich so dann auf eine Seite festlegt und nichts mehr an Argumenten zulässt oder nicht zugänglich ist, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Dafür, davon, liebe Zuschauer, gibt es etliche Beispiele. Und ich möchte mal, Annette, ganz kurz, bevor du vielleicht noch einen weiteren Bericht hast oder weitere Geschichte erzählen kannst, noch mal ganz kurz hier, liebe Zuschauer, zeigen. Das ist wirklich jetzt, die Seite hat sich toll entwickelt. Wir sind hier auf der Startseite und ihr seht schon, es geht schon bis 7 Seiten nach hinten mit Artikeln, mit jeweils 6 Artikeln auf jeder weiteren Unterseite. Wir haben hier die Kategorien sind auch schon richtig schön voll, langsam gefüllt. Also es ist wirklich, ich kann mich erinnern, wir hatten am Anfang, glaube ich, 4 Artikel auf der Seite. Und toll, was die Annette auch, die muss jeden einzelnen Artikel auch redigieren und korrigieren und anonymisieren, falls es da irgendwelche Hinweise gibt auf
Lokalitäten oder gar Namen oder zum Beispiel Krankenhausnamen und sowas. Und es ist wirklich, ich möchte mich auch hier nochmal von hier aus auch an alle Berichteschreiber und Einreicher bedanken. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Resonanz gibt. Und es gibt uns einfach nur noch die Motivation, das Ganze wirklich weiter zu pflegen, da Arbeit und Energie reinzustecken und dabei wirklich, und es ist das Tolle, ein gutes Gefühl zu haben. Annette, oder? Kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch wirklich froh, das machen zu können, weil ich bekomme so viel positive Resonanz, dass die Leute, wenn sie dann ihren Artikel lesen, natürlich aufbereitet und schön mit Bild, und dass die dann wirklich sagen, oh, ich kann ja mal eine Leserstimme vorlesen. Da bin ich dann auch schon bei einer weiteren Geschichte. Da hat eine Mutter berichtet, wie ihre Tochter in der Schule von Mitschülern und von Lehrern und Eltern der Mitschüler fertig gemacht wurde. Ungeimpftes Mädchen. Und ja, die Eltern haben nicht alles so gemacht, immer wie die anderen, nicht wahr? Und die Eltern wurden dann auch von den anderen Eltern ausgeschlossen und gemieden. Und ich habe den Artikel veröffentlicht, und die Mutter, die ihn mir geschickt hatte, schrieb mir Folgendes: Ich werde den Text bewahren und meiner Tochter in ihr Kindheitsalbum legen. Wenn sie groß ist und mit Abstand darauf schauen kann, wird sie ihr Leben lang daraus gelernt haben, aber auch sehen, dass es nie aufgehört hat, das Gute zu geben. Und das hat mich wirklich tief berührt. Wahnsinn, Das mir ist kommen ganz. bald die Tränen, wirklich, ach, hammerhart, ja. Wahnsinn, aber auch toll, hohe Bewunderung. Und Annette, ehrlich, ich habe es kürzlich in einer Talkshow gesehen auf Servus TV oder irgendwo, wo gesagt wurde, man sagt immer, die Kinder hätten keine Lobby, aber die Lobby sind die Eltern, ja, logisch, die müssen für ihre Kinder einstehen. Und man sieht an dem Beispiel nicht alle, liebe Zuschauer, aber man muss es doch wirklich aussprechen. Ja, die meisten Eltern haben hier grandios versagt, ja, an der Stelle. Ja, wenn ich höre, dass Schulkinder von den Eltern, von Mitschülern, Klassenkameraden sozusagen drangsaliert oder irgendwie ausgestoßen werden und gemobbt werden, wenn man so will, dann Annette, also wirklich auch an der Stelle nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass wir beide sind da auch, glaube ich, emotional durchaus berührungsfähig und das ist wirklich Arbeit, Leute, dann auch immer wieder den Abstand zu gewinnen und zu sagen, da nicht zu tief reinzugehen in das Gefühl, sage ich mal, ja. Annette, vielen Dank. Ja, Ja. auch dir vielen Dank für die Unterstützung und dass du da so toll dabei bist, weil ja, ich finde, das ist auch nichts, was man alleine machen kann oder sollte. Also ich möchte es jedenfalls weiter gerne so machen, wie Ja, es ich bin ist. auch heilfroh. Das ist immer, das, also das ist wirklich toll. Annette, ich will aber jetzt hier nicht das Video beenden, ohne erstmal nochmal, dass wir uns bei den Lesern, aber vor allem natürlich auch bei den Einsendern bedanken, aber eben auch nochmal darum bitten, hier weiter zuzuschicken, wenn Leute das sehen, hier dieses Video, diesen Aufruf quasi und die Seite noch nicht kannten oder noch nicht den Mut gefunden haben, hier vielleicht selber mal sich hinzusetzen und was zu schreiben über einen, ja, über Geschehnisse, über Ereignisse, die einem selber so haften geblieben sind aus dieser Corona-Zeit. Und möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, liebe Leute, das ist hier kein kommerzielles Projekt, das ist auch kein Battle-Projekt oder irgendwas. Wir haben hier einfach nur die administrativen Kosten wie Serverkosten, mehr wollen wir gar nicht. Und deswegen bitte nicht in den Kommentaren jetzt gleich wieder rummeckern, das ist ein PayPal-Button. Ja, das ist wirklich nur zur Unterstützung der technischen Geschichte, dass das abgedeckt ist. Wir haben da jetzt ein bisschen was vorgelegt und es ist jetzt auch nicht, dass uns das irgendwie jetzt das Genick bricht, um Gottes Willen, aber es sind nun mal Kosten. Und wenn jemand sagt, das finde ich okay, das Projekt, das finde ich wirklich gut, das kann man unterstützen, die machen hier wirklich nur diese Artikel und keine blöden Geschichten drumherum, da geht es wirklich nur um Inhalte, dann freuen wir uns, wenn da jemand einen Taler liegen bei uns rüber zu uns rüberschickt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht hier das Motiv dieses ganzen Projektes.
Aber jeder weiß, der eine Website betreibt, das ist nicht umsonst. Und vor allem, das ist auch ein Server, der jetzt auch nicht ganz billig ist, weil wir natürlich auch bisschen bei Angriffen auch uns wappnen müssen. Wer weiß, wer da was dagegen hat. Es gibt immer noch genug Leute, die da ganz anderes Narrativ vertreten. Und deswegen, Annette und ich haben nie irgendwie jetzt daran gedacht, daraus eine Einnahmequelle zu machen. Ja, das war wirklich überhaupt nicht das Thema. Oder, Annette? Nee. Nein, das war nicht das Thema, aber wir freuen uns natürlich, wenn Leute gerne unsere Arbeit unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Ja. Möchtest du noch irgendwie abschließend noch was, hast du noch irgendeine eine kurze Rückmeldung oder eine, was dich besonders jetzt hier in den letzten Wochen beeindruckt hat oder was dich nochmal auch eher berührt hat? Weiß ich nicht, ob du da oder allgemein einfach jetzt ein Schlusswort, machen wir ein Schlusswort, dann machen wir das Video für heute zu Ende. Wir werden uns aber wieder melden, liebe Zuschauer, aber erstmal bitte Annette. Ja, also was mich besonders beeindruckt, ist, dass mein Gefühl, das ich nur in der Corona-Zeit selbst hatte, also ich hatte da mehr Glück in meinem Umfeld, dass ich solche Dinge nicht direkt erlebt habe, aber das Gefühl, dass die Leute sich verändert haben, dieses gruselige Gefühl, dass du kennst ja die Welle, nicht wahr? Ja. Also ich war plötzlich in der Welle, ich habe diesen Film verstanden, ja? Die Welle und alle hatten plötzlich diesen Tunnelblick und weh und nicht die kleinste Kritik war erlaubt, nicht am kleinsten Detail, nicht vom Narrativ. Und ich lese jetzt tatsächlich, welche Auswirkungen das hatte auf all die Bereiche in der Schule, am Arbeitsplatz, Arzt, Krank, Gesundheitswesen, Alltag, Pflegeheim, auch gerade Schule, Kindergarten, Leute, da ist, danke Annette, dass du nochmal erwähnst, da ist so viel unbekanntes Leid, nenne ich es mal. Wirklich, ja. Ja. Auch in der Familie, Partnerschaft, ja, Beziehungen, du kannst eigentlich nehmen, was du willst. Ich glaube, Annette, auch wir können die Dimension, auch wenn wir jetzt vielleicht durch die Seite ein bisschen da Licht ins Dunkel bringen, die Dimension nicht überblicken, ganz ehrlich. Was da auch Nein, Schäden gerade deswegen, ja. Entschuldige, gerade deswegen ist es wichtig, immer mehr davon ans Licht zu bringen. Und es gibt auch eine Rückmeldung, die bekomme ich von vielen Lesern und auch von vielen, die mir schreiben, ihre Geschichten, die sagen, das ist ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte. Und natürlich können wir nicht flächendeckend repräsentativ das ganze Bild der Republik wiedergeben, der letzten Jahre, aber das, was wir zeigen können, ist so wichtig, weil wenn später über die Zeit gesprochen wird, dann liest man nur die Schlagzeilen, da waren Drosten, da waren Lauterbach, da waren die Schlagzeilen, es gab ein schlimmes Virus. Und kein Mensch weiß mehr, was wirklich passiert ist. Und das Schlimme an Corona war ja nicht das Virus. Das ist ja klar, wenn man die Berichte liest. Das war für keinen das Hauptproblem, der mir geschrieben hat, sondern das, was die Propaganda mit den Menschen gemacht hat, wie es die Menschen zum Negativen verändert hat und wirklich böse Seiten auch ans Tageslicht kamen. Ja. Das sehe ich als das Hauptproblem. Ohne zu sagen, das Virus war ungefährlich oder das gab es nicht, das ist natürlich Blödsinn, aber die Probleme, die ich lese, sind anderer Natur, die sind zwischenmenschlicher Natur. Ja. Und das spiegelt eine Gesellschaft wider. Und das ist der Aspekt, der beleuchtet werden muss, das finde ich. Und danke dir, Annette. Und genauso sind Annette und ich auch froh. Wir haben da kein Konkurrenzdenken oder irgendwie Eifersüchteleien. Wir sind froh um jede Publikation, um jede Seite, die sich damit beschäftigt, ähnlich wie diese hier, wir vergessen nicht.com, mit Schäden aus irgendwelchen medizinischen Behandlungen, beziehungsweise auch hier durch die Maskenpflicht und so weiter. Es gibt ja, wir sind ja Gott sei Dank nicht die Einzigen, die hier so hier erinnern möchten und auch das nicht in Vergessenheit geraten lassen möchten. Und deswegen sind wir auch gerne bereit, wenn es irgendwelche Kooperationsanfragen oder überhaupt generell, also wir sind jetzt, keine Ahnung, ich will nur deutlich machen, wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, also wir machen unseres und alles andere ist blöd oder das lassen wir weg oder was. Wir sind froh um jeden, der auch auf der gleichen Richtung hier irgendwie auch ein bisschen dazu beitragen möchte, dass das wirklich
immer mehr noch bekannt wird, was hier eigentlich gelaufen ist. So kann man sagen. Genau, so würde ich auch sagen. Annette, vielen herzlichen Dank. Ich muss nochmal wirklich, ich bekomme ein Grinsen auf mein Antlitz, weil wir wirklich so toll zusammenarbeiten. Es sind nur kurze Nachrichten. Es ist nicht so, dass wir täglich telefonieren oder so. Wir können da kurz auf einem kurzen Dienstweg immer ein bisschen was klären und jetzt zum Beispiel auch die Erstellung dieses Videos einen Termin vereinbaren und das passiert dann auch und so weiter. Also ich finde es wirklich, die Seite funktioniert, es hat ein schönes Design, es hat tollen Inhalt und liebe Annette, wenn du vielleicht anstelle meiner Person, Person, sage ich mal, nochmal dich verabschiedest, ja, das machst du heute bitte. Ich soll dich verabschieden? Nein, die Zuschauer. Okay, ich danke allen Zuschauern dafür, dass ihr dieses Video geschaut habt, dafür, dass ihr unsere Artikel lest, dass ihr diese Seite auch durch euer Teilen der Beiträge bekannter macht. Ich danke natürlich ganz besonders allen, die mir ihr Vertrauen schenken mit ihren persönlichen Berichten. Und wir werden weitermachen. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wunderbar. Annette, vielen Dank. Da sage ich gar nichts mehr. Das kann ich kommentarlos so stehen lassen. Wunderbar. Und wir melden uns. Wir kommen wieder. Ja, Annette, danke, liebe Zuschauer. Danke, macht es gut. Dankeschön. Servus. Tschüss.